Ladies and Gent, ich schmeiß am Anfang meine Schuhe weg. So muss das sein. Okay, jetzt aber willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Ich wollte schon gerade wieder sagen, TechWorld 2. Nach der Gewohnheit. Wie immer mit dabei der Mulle, aka Intelcase. Hallo. Aua. Hast du verdient? Werfe ich dich mit EP-Bären ab? Da, friss. Danke. Ja, wir haben mittlerweile ein bisschen was zusammengefahren. Ich weiß gar nicht, ob in der letzten... Nee, das Haus hatte ich schon in der letzten Folge gezeigt, ne? Ja, so ziemlich. Das hab ich jetzt schon ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann einmal hier sowas zusammengefahren. Es gab auch unter anderem ein kleines Problem mit dem Server. Und zwar wurden irgendwie unsere beiden... Charakter auf dem Server gelöscht. Und, naja. Haben wir aber schon wieder gefixt, das Problem. Ist alles kein Ding. Und wir waren offscreen ein bisschen farmen. Unter anderem auch hier diese wundervollen Skystone-Chests. Die gibt es von dem Meteoriten, Junge. Ja, so spricht man das aus. Die Meteoriten von Applied Energistics, wo man diese Druckplattformen finden kann. Und irgendwie, wie ist das? Das ist eigentlich soweit okay, da muss ich mal mir was leiser machen. Ja? Hast du die Dia-Hacke? Jo. Auf jeden Fall, wir haben dann jetzt mal hier was zusammengefarmt und zwar mittlerweile schon zwei Inscriber Calculation Press, zwei Silicon Press und drei Engineering Press. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Calculation haben wir, die Logic Press haben wir glaube ich nicht, die Logic Press fehlt uns noch. Alle anderen haben wir. Wir haben schon eine Netherwarze. Ich habe auch wieder Standbild gehabt. Und wir haben in der Spawner zweimal Siender gefunden. Wer nicht weiß, was das ist ein Schwert von Ender.io und da hat halt eine Chance auf Katzengeräusche. Ja, das sind wichtig. Ja, auf Enderperl Drops und Schwerde jeglicher Art. Und naja, da wir mit Ender.io ziemlich viel machen müssen bezüglich Enderperlen farmen und so weiter. Naja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle geformt, ein paar Shards. Order haben wir ganz wenig eigentlich. Katzen haben wir nachgefahren. Ja, wie gesagt, wichtig. Und wichtig wir haben hier noch und wir haben hier ein paar Erze nachgefahren und du auch achtest natürlich nicht auf die Ordnung. Einordnungswürfe wertet. Hier kommen generell so Juwelen und so weiter rein. Ja, die meisten habe ich schon wieder umgeräumt, aber nicht alle. So, und naja. Wir haben uns jetzt überlegt, das die ganze Zeit hier reinzuschmeißen und drehen, darauf haben wir einfach gar keinen Bock mehr. Deswegen machen wir heute eine weitere Maschine, und zwar die Sägmill. Die Sägmill wird gemacht aus Iron Ingots, drei Flint, einem Machine Chases und einem Piston. Dürfen wir eigentlich haben. Haben wir Flint? Ich hab keinen. Du willst mir jetzt nicht erzählen, wir haben keinen Flint. Wäre etwas unvorteilhaft. Okay, ich gehe jetzt mal schnell schlafen. Mach das. So gut, dann gehe ich eben den Meteoriten looten, den ich noch gefunden habe. Vielleicht kriegen wir noch die letzte Druckplatte, die uns fehlt. Mach das. Ich schaue dann, dass wir noch die Segmel haben. Machen wir eben mal schon was. Oh, da warte, hier vorne war doch, meine ich, ein Kiesgebiet, oder? Jawohl. Da baue ich mal hier ganz schnell was Gravel ab, bis wir Flints haben. Da haben wir schon den ersten. Boah, ich muss auch echt mal schauen, dass ich noch ein bisschen mehr Musik in die Playlist reinkriege, weil langsam ist es ein bisschen sehr dünn. Da war Nummer 2. Und da war Nummer 3. Sehr schön. Haben wir die schon. Mal ein paar EP-Bären abpflücken. Alter, die ganzen Bären beschissen wollt. Also die ganzen EP-Bären. Okay, ja gut, ich loote die nie. Naja, das war das erste Mal, dass ich die voll war, weil wir komplett voll. Ich loote die immer. Ja, wo war ich jetzt dran? Ah ja. Das haben wir, Machine Chases. Da brauchen wir Gold Nuggets. Zwei Redstone waren das. Jawohl. Und ein Kupfer. Wir brauchen 5 Eisen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Davon wieder 4. Okay, Basic Capacitor. Ich sagte Basic Capacitor.
Oh, ich habe gute Nachrichten. Wir haben die letzten... Von der Inskuba-Silikon Pass haben wir jetzt, glaube ich, bereits 4. Bitte sag mir, da war eine Logic dabei. Nein. Ey, ich krieg einen Kotzanfall, weißt du das? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Na gut, müssen wir halt weiter Meteoriten suchen. Hey, jo. Sehr schön. Ah, Schiff funktioniert heute auch wieder sehr gut. Aber na gut. Pisten haben wir, jetzt brauchen wir nur noch 4 Iron und die Segmel ist fertig. So, Pisten, Maschinenschädel und 3 Flint. Und wir haben eine Segmel, eine Sackmühle. Und ja, der Spruch wird nicht alt. Niemals. So, die lässt ich jetzt gerade mal auf, da können wir eigentlich mal ein bisschen Kohle nachschmeißen. Machen wir mal 8. Was? Na, ich bin Profi. Ich denke 8, weißt du, ich nehme gerade so 8 Kohle, okay, und die jetzt einfach nur noch zurück in die Truhe tun, da wo sie hingehört. Okay, die Segmel, da können wir generell mal schauen, wenn wir mal hier bei, ja, Recipes sehen, hier können wir einen Flint reinschmeißen oder einen Duck Steel Ball. Generell haben die zur Ursache. Der Flint hat einen Main Output von 120%. Bonus Output von 125% und eine Power Reduction von 15%. Fast. Wir brauchen dringend ein Dach, habe ich im Gefühl. Ich glaube auch. Dann der Dark Steel Ball. Last Inventar. Alter. Hier, ich kotze mich gerade aus. Na gut. Da. Auf jeden Fall der Dark Steel Ball. Hat halt noch eine Power Reduction von 30%. Ist aber auch dementsprechend noch teurer. Dafür brauchen wir Dark Steel. Wäre jetzt gedacht. Und dafür brauchen wir Obsidian, Coal Powder und Iron Ingots. Ich glaube, da reicht erstmal ein Flint. Kann man eigentlich ganz einfach. Oh, ja. Komm, das ist das Letzte, was ich jetzt nochmal hier rüber mache. Damit wir einen Flint haben. Na? Ein Flint. Stopfen wir nochmal in die Segmel. Und dann können wir einfach. Nein. Nehmen wir mal hier das Iron Ore. Wenn wir jetzt mal anschauen, dass das mit der. Der Segmel rauskommt. Müssen wir nur noch finden. Weiß, sind wir da? Da. Also wir kriegen 2 Pulverized Iron. Zu 5% Pulverized Tin. Zu 10% Pulverized Ferrous Metal. Und zu 15% ein Kobbel. Ich würde sagen, schmeiß mal da rein. Ach, der verbraucht sich komplett, oder was? Ich dachte, der nutzt sich ab. Okay. Hätte ich jetzt auch erwartet. Wie weit kommt er denn mit einem Flint? Also auf jeden Fall bei direkt weg. Ja gut, aber gerade läuft er ja noch munter weiter. Nee. Flint ist nur damit der Energie so ein bisschen reduziert wird. So, ach, arbeiten so. Tut er generell. Jetzt habe ich aber nichts mehr zu essen. Komm, ich mache hier mal ein Raw Chicken. Wenn ich noch ein Stack Blaubeeren? Ja, aber die Beeren gehen mir jetzt schon wieder auf den Hals. Ich kann noch ein paar Mellowberries essen. Alter, dieses Geräusch vom Fressen. Ja. So, nochmal eine Engine für nachher. Ja, wir sind jetzt nochmal bei 8 Minuten. Wow. Was heißt 8? Gerade mal, wir sind schon bei 8 Minuten. Okay. Was ich aber nochmal gerade mache, so verbinde ich nämlich noch mir selbst gegenüber. Ich mache mal gerade ein neues Living Wood, damit ich einen neuen Wand of the Forest habe. Weil meiner ist dezent weg. Oder haben wir. Ach, wir haben hier sogar noch 2. Dann nehme ich einfach nochmal ein bisschen Light Blue. Gut. Machen wir mal ganz schnell einen Wand of Forest. Light Blue. Weil das so weitergeht, hatten wir jede Farbe mal einmal, ne? Hm, was, wieso? Ja, danke, ich dich auch. Yeah. Schmeiß ich mal das da rein. Kurbelstone dann weg. Ja. Was wir auf jeden Fall mal machen könnten. Das Buch müsste ja eigentlich noch da drüben in der Truhe sein. Weil, jawohl.
mit den Labelungs hier, wenn wir mal da drauf schauen. So wirklich noch viel kommen wir damit. So weit kommen wir nicht wirklich. Nicht so wirklich. So, und wenn wir jetzt mal bei Generating Flora war das, glaube ich. Jawohl. Schauen, dann gibt es hier die sogenannte Hydroangeas. Kurz erklärt. Die Hydroangeas wird aufgestellt in einem 3x3 Bereich mit stillem Wasser und die trinkt das quasi und die macht daraus Mana. Quasi hier dieser Aufbau. Wird gemacht aus Blue Mana Petal, Cyan Mana Petal, zwei Mystical Cyan, ein Pink und ein Blue. Ich würde sagen, die machen wir uns mal gerade schnell. Blue Mana, Cyan Mana, Pink brauchen wir und Cyan nochmal. Dann gehe ich mal ganz schnell. Wo ist denn der Eimer? Ah, der Eimer, den habe ich nicht angefasst. Ist garantiert bei irgendeiner inventarischen Aktion draufgegangen. Ah. Aber naja. Den habe ich garantiert mitgehabt, als ich das erste Mal versehentlich mein Inventar gelöscht habe. Ja. Achso, ja, nur so zur Info. Slash clear. Cleared nicht das Wetter. Ja, das hat er dann auch schon gemerkt. Ja. Okay. Haben wir dann gerade noch einen Eimer gemacht. Also, das war. Nur damit ich das mal im Kopf habe. Zwei Cyan, eine Cyan Mana, eine Blue Mana. Ja, okay. Eins. Und jetzt noch einen Seed. Die Seeds nehme ich mal gerade mit alle rüber, die brauchen wir nicht da drin mehr. Und dann jetzt. Jawohl, und wir haben eine Hydro-Angeas. So, dann mache ich mal ganz schnell das Living Wood hier weg. Das müssen wir eigentlich auch nochmal ein bisschen besser anordnen. Okay, schauen wir mal, wo wir das hinmachen. Habt ihr schon so eine Idee? Wir haben. Das habe ich mir jetzt wirklich mal. Habe ich mal ganz kurz, bin ich ehrlich. Habe ich mal in dieses Evolve Pack reingeschaut und das beim Plim gesehen, weil der ja auch so einiges mit Tanja gemacht hat. Wollte ich mal doch mal schauen, wie das so weit aussieht da. Und naja, da braucht man doch schon etwas. Geduld nenne ich es mal. Und ich fand diesen Aufbau, den der da hatte, ziemlich cool. Nein. Aber ich bin nicht so dumm und setze jetzt schon die Hydrogeas hin, die wird uns alles wegzufüllen. Willkommen in der Aufnahme. Hallo. Das hat dann auch eben super funktioniert mit dem Channel kurz umbenennen, ne? Scheiße. Gut, dann setzen wir jetzt die Hydrogeas dahin. Und ich glaube, da war's Gott. Ja, da hat sie getrunken. Ah, lass doch mal sehen. So, ich glaube, da können wir aber mal einen neuen Mana-Spreader hinsetzen. Ja, die ist ganz schön durstig. Davon können wir eigentlich aber noch ein paar brauchen. Ich mache jetzt erstmal einen Mana-Spreader. Das war mit einem Gold. Ja, die Goldprobleme von damals haben wir hier nicht. Ein Mana-Spreader. Das. Ja, close enough. Ich habe das Gefühl, der Mana-Spreader, naja, sieht das fehlt ein wenig. Weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Der hat halt ein bisschen Zielwasser getrunken. Oder so ähnlich. Ja. Ich mache das hier aber noch mal ein bisschen mehr Licht hin. Weil das wird dann doch schon wieder ein bisschen sehr dunkel. Oh, und jetzt haben wir es dann schon da. Wo bist du? Du bist gerade AFK. Da rumstehen. Hm? Nö, irgendwo nicht. Oh. Bin anwesend. Warum ist für die Tieren so?
Und ich habe schon wieder so ein wundervolles Standbild. Gott, ich muss mal schauen, was das ist. Also bei mir läuft gerade alles wunderbar. Ja, das sind einfach so komische Mikrokugler, die ich habe. Boah, was ich jetzt mal ganz schnell mache, weil ich jetzt schon wieder höre, die Musik komplett aus. gut. Ach ja, die gute alte Default-Musik. Ja. Die geht ja einfach so wundervoll auf die Eier. Aber er klingt doch so wunderschön, seine drei Töne auf dem Klavier. Ja. Gut, ich denke, wir gerade schlafen. Was mich ja auch mal interessiert, ob man die Mannersbilder auch unter der Erde aufbauen kann. Keine Ahnung. Okay, also Eisen haben wir jetzt auf jeden Fall wieder was drin. F7 kann ich aus. Gut, wie viel Mana ist jetzt da drin? Okay, das dauert noch was. Dann machen wir noch mal ein paar von den Blümchen. Und zwar 3 Stück, würde ich sagen. 1, 2, 3. Die hätten wir. Pink brauche ich noch. Besser generell noch ein paar Blumen nachfarmen anscheinend. Oh ja, das kann ich machen. Wenn denn also einmal von allem noch so ein bisschen oder wie? Quasi. Okay. Okay, die haben wir. Das haben wir. Ich glaube, davon brauchen wir noch eine und davon auch noch mal eine. Okay, na. Fledermaus-Mod activated. Eins. Zwei. Hä, hab ich nicht eben noch die Seeds hier getan? Bin ich gerade total blind oder blöd oder... Was? Komm, der Creeper jetzt her. Hä? Sag mal, hast du irgendwie gerade die Seeds weggetan? Oh, Seeds habe ich nicht angefasst. Also entweder bin ich blind oder blöd. Oder beides. Ja, ich bin blind und blöd. Ja. Ich hatte sie unten in meiner Taskleiste noch nicht gesehen. Na gut, jetzt mal die schon mal dazu. Und doof. Ah, Mann, das scheint mir jetzt ein bisschen schön zu generieren. Gut, aber naja, boom. Okay, das war 1, 1, 1, 1, 2, 1. Holla. Doof. Und. Was hab ich denn jetzt? Ah nein, ich hab 2 Pink reingetan, bitte. Boah, das finde ich cool. Man kann, wenn man es verkackt hat, einfach die Petal Apple Tokiri wieder abbauen und du kriegst einfach alles, was da drin war, wieder. Okay, das ist natürlich cool. Auch so. Das Wasser? Nein. Das ist eine Wasserverschwendung. So. Die mit da. Die mit da. Scheint ja ganz schön durstige Blumen zu sein. Ja, und willkommen in der Aufnahme. Hallo! Ja, musst dich jetzt aber vorstellen. Mein Name ist, hier bitte Name einfügen. Und was für eine Aufnahme bin ich? Minecraft Direwolf 20. Hallo, ungefähr 20 Zuschauer. Das sind normalerweise nicht mehr als 8. Ja, traurigerweise. 20 nur in meinen besten Tagen. Oder am Wochenende. Hallo. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht zu einsam bei diesen Videos. Und wenn doch, dann tut es mir leid für euch. Ich bin jetzt wieder weg. Tschüss. Oh. Finde ich aber auch noch aus der Begründung.
Und dann tut es mir leid für euch, dass ihr das zuschauen müsst. Ja, ist doch wahr. So schlimm sind meine Videos nicht. Noch nicht. Alles Ende, aber wir können ja wieder auf Englisch drehen. Oder wir singen die ganze Zeit. Oh, glaub mir, das hatte ich auch schon mal. Das war eine Katastrophe. Oh, ich will es gar nicht wissen. Wirklich nicht. Ja, das war eine meiner ersten Folgen von Tech World. Da habe ich einfach mal so quasi mit dem Ende versucht zu singen. Das war eine Katastrophe. Und damit hast du nicht von Anfang an rechnen können? Nein. Okay. Ich habe eine wundervolle Stimme. Dafür ist man immer schlauer. Ja. Und mit diesen wundervollen Worten würde ich sagen, beenden wir auch schon diese Folge. Denn ich habe gerade mal so gesehen, wir sind schon... Witch. Gute Witch oder böse Witch? Weiß nicht. Noch hat sie mich nicht filetiert. Transship wurde ich auch noch nicht. Und meine Gliedmaßen sind auch noch alle da, wo sie sind. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Ciao.